Ja, hallo zusammen. Noch einmal kurz ein Nachtrag zur heutigen Demo am Bundeskanzleramt. Auf diesem Drachen steht Demokratie, kann man hier schlecht lesen. Nachdem die Veranstaltung beendet war, wollten sich alle noch am Brandenburger Tor treffen, aber die Polizei hatte auch sehr schnell alle Leute verscheucht, sodass es keine Ansammlung und keine weiteren Demonstrationen gab. Am Bundeskanzleramt waren ca. 400-500 Leute, nicht sehr viel, aber dafür, dass es spontan war, war es schon ganz gut. Und obwohl es zu einigen Festnahmen kam, war die Stimmung insgesamt friedlich. Ja, Leute, hätte mehr sein können. Beim nächsten Mal vielleicht. Kommen wir zu zwei Personalien. Rudi Anschober, der österreichische Innenminister, ist heute Vormittag zurückgetreten, angeblich aus privaten oder gesundheitlichen Gründen. Haben wir nicht so genau verfolgt. Jedenfalls hatte er einige Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Corona, mit Masken, mit Geldern, die geflossen sind, mit Fehlverhalten, mit ja, schlechtem Management, was auch immer. Jedenfalls ist das der erste in der österreichischen Regierung, der jetzt zu Corona-Zeiten zurücktreten musste. Wer weiß, vielleicht sehen wir bei uns in Deutschland ja demnächst auch den einen oder anderen Rücktritt. Die zweite Personalie bezieht sich auf Markus Söder, den mächtigsten Mann in Deutschland, in Bayern. Er wäre ja gern mächtigster Mann in Deutschland geworden, aber seine Partei, die Parteiführung, ja, der CDU und die führenden Gremien haben sich dann doch für Armin Laschet entschieden. Markus Söder zeigt sich als schlechter Verlierer. Er ist der Meinung und tut diese auch offen kund, dass es ja nicht davon abhängig, was ein paar Leute behaupten, sondern man müsse ja vielleicht auch die Basis fragen. Tja, Herr Söder, ob Sie da mehr Erfolg haben? Einen guten Tipp, man muss auch mit Anstand und Ehre mal verlieren können. Vielleicht lernen Sie es ja noch. Zum Schluss noch etwas zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Angela Merkel wird ihre Vorstellungen wohl durchdrücken. Wie weit die Ministerpräsidenten das freiwillig aufgeben, dass der Föderalismus in dieser Form beschnitten wird, das wissen wir nicht. Es kommt ja vereinzelt Kritik von der einen oder anderen Seite. Aber wenn sich nicht noch mehr Kritik oder lautere Kritik äußert, dann wird dieses Gesetz wohl morgen den Bundestag und den Bundesrat passieren. Eine sehr schlechte Nachricht für den Föderalismus in der Bundesrepublik. Wir wollten nie wieder irgendwelche Macht in eine Hand geben. Nun haben wir es. Hoffen wir, dass die Verantwortlichen verantwortungsbewusst damit umgehen. Das können sie ja, das wissen wir. Sie sind ja immer sehr mitfühlend, feinfühlig und sehr am Puls des Herzschlags der Bevölkerung. Leute, bleibt gelassen, geht raus, geht demonstrieren, redet mit euren Nachbarn. Irgendwas muss sich verändern, irgendwas wird sich verändern. Wir schaffen das. Bis zum nächsten Mal. Ciao.